auf den ersten Blick erinnert das Ganze ein bisschen an den Chestrick, einen Mora-Messer rein, quasi wie so ein kleiner Bauchladen. Aber wir können diesen mittleren Steg auch einfach drehen. Ihr seht, da ist viel mehr Volumen möglich. Also, wie ist die Tasche aufgebaut? Jetzt wieder an der Zeit für euch da draußen, dass ihr was gewinnen könnt. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht's mal um eine ganz spezielle Tasche und zwar um eine Brusttasche von Helikontext mit dem Namen Numbed Chest Pack. Am Ende des Videos gibt's diese Tasche auch für euch hier draußen nochmal zu gewinnen, also bis zum Schluss dranbleiben. Ihr wisst es handelt sich wieder um ein Produkt, also vorsichtshalber oben mal Werbevideo eingeblendet. Wen die ganze Ausrüstung interessiert, die ihr hier im Video seht, natürlich auch die Brusttasche an sich, der guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung oder in den ersten Kommentar, der angepinnt ist, da ist wieder alles verlinkt. Das ist das gute Stück, ich hab's vollgeladen, nur um euch mal zu zeigen, was alles reinpasst und damit ihr so einen kleinen Größenvergleich habt der einzelnen Taschen. Als erstes ziehen wir das Ganze mal an. Wir haben die Tasche an sich vorne und dann ein Tragesystem mit so einem Meshgewebe hier hinten. Und das setzen wir einfach auf wie einen Rucksack, nur andersrum. Auf den ersten Blick erinnert das Ganze ein bisschen an einen Chestrick aus dem militärischen Bereich. Da gibt es ja so Westen, die nur nach vorne gebaut sind, wo man dann seine Magazine und so weiter reinpackt und hinten quasi alles frei ist, so wie man es jetzt auch hier hat. Das ist ein helles Oliv, gibt es aber auch noch in Schwarz, in Grau und in so einer Art Coyote. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Zwei wichtige Sachen, bevor wir uns die Tasche im Detail angucken. Und zwar erstens, wir können dazu ohne Probleme einen kleinen Tagesrucksack oder auch einen großen Tourenrucksack tragen. Das ergänzt sich quasi sehr gut. Und zweitens, wir können das Ganze auch unter einer Jacke tragen. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie voll wir die Tasche packen. Also hier habe ich sie wirklich jetzt extrem voll geknallt. Wenn ich jetzt also die Jacke zumache, trägt das Ganze vielleicht ein bisschen doller auf. Aber wenn ich ein bisschen was rausnehme, kann ich das auch ganz entspannt unter einer Fließjacke oder unter einer Winterjacke tragen. Und habe das somit immer dabei und komme gut dran. Fangen wir mit dem Tragesystem an. Auf dem Rücken liegt dieses feine Meshgewebe auf. Und wir haben dann vier Clipse an der Seite, die wir lösen können. Und die wir auch alle nochmal in der Länge verstellen können. Wenn wir das Ganze im Sommer zum Beispiel über einem T-Shirt tragen, ist ja auch ein bisschen Belüftung möglich. Und der Schweiß kann abdampfen. Alle Riemen sind stufenlos verstellbar. Und was ich schön finde, wir haben hier einen kleinen Gummistrap dran. Das ganze überschüssige Gurtmaterial kann also gut befestigt werden und schlackert nicht rum. Auf der Rückseite, die also am Körper anliegt, haben wir so ein 3D-Meshgewebe, was auch auf jeden Fall gut gepolstert ist, ähnlich wie bei einem Rucksack. Was wir ebenfalls auf der Rückseite haben, was so ein bisschen versteckt ist, sind hier kleine Laschen, wo man dann zum Beispiel einfach einen Karabiner festmachen kann und das Ganze sogar an vier verschiedenen Stellen. Wenn wir zum Beispiel Handschuhe dabei haben oder auch ein GPS-Gerät, kann man hier einfach den Karabiner ranmachen. Und klingt das Ganze hier an der Seite an und lässt das so ein bisschen nebenbei baumeln. Ich sehe für die Tasche viele verschiedene Einsatzzwecke. Zum Beispiel auf einer Lost Place Tour. Ich bin unterwegs, ich kriege vielleicht eine kleine 0,5er Flasche rein, Taschenlampe, GPS-Gerät, alles schön beisammen. Oder auch zum Geocachen. Irgendwie ein Stift, ein bisschen Utensilien, alles gleich vorne an der Brust, wo man schnell rankommt. Aber vielleicht auch, wenn ich ein bisschen wandern bin, eine kleine Tagestour mache oder einfach schnell ein Fernglas griffbereit haben möchte. Ich sehe es als Ergänzung zum Rucksack, wenn ich schnell an Sachen rankommen möchte. Aber auch als Rucksackersatz, denn wir kriegen ordentlich was rein. Und jetzt gucken wir uns endlich mal die Tasche an. Man kann die Tasche auch ganz bequem lösen, indem man hier diese Klipse abmacht. Und schon hat man sie ab. Auf der Vorderseite haben wir auch schon wieder verschiedenste Features. Überall sieht man Laser-Cut-Molle mit auch noch verschiedensten kleinen Löchern. Hier kann man irgendwie nochmal Karabiner reinmachen, Sachen drin befestigen. Für ein wirkliches Pouch reicht es meiner Meinung nach jetzt nicht. Dafür ist es zu wenig, würde ich aber hier sowieso nicht anbauen. Vorne drauf das Lagerfeuer-Logo auf einem kleinen Lederpatch von der Helikontext Bushcraft-Serie. Vorne drauf sind zwei Stretch-Taschen. Einmal links und einmal rechts. Wenn man jetzt also zum Beispiel einen Kompass hat, kann man den hier oben einfach durchfädeln durch so eine Öse, macht den fest. Und wenn man ihn nicht braucht, dann kann man den vorne einfach reinstecken und er ist nochmal schneller griffbereit und man braucht nicht extra den Reißverschluss aufmachen. Wenn man mit einem Smartphone navigiert oder einem GPS-Gerät, könnte man das auch gleich hier vorne hinpacken. Eine Sache haben wir aus noch und dann kommen wir zum Innenbereich. Und zwar auf der Unterseite haben wir nochmal so Gummistraps und so größere Laschen und hier bekommt man zum Beispiel einen Mora-Messer rein oder auch eine Klappsäge, habe ich auch probiert. Hält auch extrem gut, weil sich diese Nase hier im Lasercut festhakt. Können also das Messer ziehen, ohne dass die Scheide wegflutscht. Man kann die Straps auch noch mal ein bisschen fester stellen. Und hier bekommt man zum Beispiel, wenn man es jetzt nicht reinpacken will, auch eine 0,5er Trinkflasche noch mal drunter. Oder vielleicht einen kleinen Poncho. Und selbst wenn man es jetzt nicht nutzt, finde ich es optisch auf jeden Fall auch wieder sehr schick. Jetzt wird es aber auch höchste Zeit, das gute Stück mal zu öffnen.
Ganz wichtig, ich habe jetzt hier einfach random verschiedene Ausrüstungen reingepackt. Da ist jetzt kein System hinter oder das ist kein spezielles Loadout. Also, wie ist die Tasche aufgebaut? Die Seite ist die, die an der Brust dran ist. Und das ist das Element, was nach vorne geklappt wird. Hier haben wir so einen kleinen Klettverschluss. Und wenn wir den lösen, haben wir quasi eine Mittelplatte. Auf der einen Seite verschiedenste Taschen, gucken wir uns gleich an. Und auf der Rückseite nochmal eine Klarsichtfolie, wo man zum Beispiel eine Karte reinmachen kann. Könnte man somit also auch gut fürs Airsoft nutzen. Ich habe jetzt hier die Karte von Malwinkel drin, von der Dark Emergency. Die Besonderheit hier ist, wir haben hier unten so spezielle Clips, die können wir aufmachen. Und dann können wir diesen Mittelsteg rausnehmen. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber macht man ja nicht allzu oft. Jetzt können wir dieses mittlere Stück komplett rausnehmen und haben dann eine Tasche, wo wir viel mehr Volumen haben, wenn wir eher größere Sachen transportieren wollen. Aber wir können diesen mittleren Steg auch einfach drehen und quasi verkehrt rum festmachen. Somit wäre dann die Karte vorne und wenn man das Ganze aufklappt, wäre dann eher in dem Bereich die Ausrüstung. Ich finde es allerdings so rum schöner, weil dann die schwere feste Ausrüstung, die man hier vorne ran macht, mehr im Brustbereich fixiert ist. Schauen wir uns diesen mittleren Steg an. Auf der einen Seite die Kartentasche, habe ich euch gerade schon gezeigt, und auf der anderen Seite haben wir vier einzelne Taschen, oben einen kleinen Klettbereich und hinter diesen Taschen befindet sich nochmal zwei Taschen und Gummistraps. Also mal kurz die ganze Ausrüstung raus. Taschenlampe, Messer, Diffusor, Feuerstahl, Kompass und Wasserfilter. So sieht man das jetzt schon deutlich besser. Also wir haben hier zwei größere Taschen und auf diese größeren Taschen sind nochmal kleinere Taschen aufgenäht. Die äußeren Taschen sind sehr flach gehalten vom Schnitt her. Die inneren beiden, ihr seht es hier an den Seiten, kann man wirklich auch gut aufplustern. Einen flachen Ausrüstungsgegenstand, wie zum Beispiel den Kompass, kriegt man also gut in die außenliegenden rein. Und so einen etwas dickeren Wasserfilter bekommt man dann gut in die mittleren Taschen. Ihr seht, da ist viel mehr Volumen möglich. Hier oben könnte man theoretisch nochmal kleine Patches irgendwie organisieren, sieht aber kaum wer. Aber für mich dient das in erster Linie dazu, das hier zu fixieren, damit das Ganze schön fest auch an der Brust dann dran liegt. In der vorderen Klappe haben wir nochmal so ähnliche Taschen, allerdings ohne die Gummistraps. Ja, hier Feuerzeug, irgendwie ein Padling, Diffuser für die Taschenlampe, kleines Angelset, kriegt man also hier auch gut rein. Dahinter zwei größere Einschübe für zum Beispiel ein bisschen aufgewickeltes Panzertape oder eine Packung Taschentücher. Als letztes haben wir im Deckel jetzt hier noch einen Reißverschluss mit einer ganz großen Tasche, die wirklich über den kompletten Bereich geht. Und hier könnte man sich so ein kleines Erste-Hilfe-Set reinpacken. Also ich habe jetzt hier einfach mal einen Wundschnellverband drin und eine Rettungsdecke. Ist aber noch deutlich mehr Platz. Es gibt also schon mal jede Menge Taschen und Verstauungsmöglichkeiten für diverse Ausrüstung. Umso mehr man das Ganze vollstopft, umso dicker wird es natürlich. Und jetzt die Frage, ob euch gerade aufgefallen ist, dass ich das Ding hier drunter hatte. Also wenn man es nicht ganz so voll lädt, kriegt man es auch deutlich flacher und kann es entspannt unter einer Jacke tragen. Wir haben im oberen Bereich der Tasche, man sieht es hier, so eine kleine Kurbel und die läuft hier einmal ringsrum. Die können wir ein bisschen fester ziehen und somit kann man genau bestimmen, wie weit die Tasche aufgeht. Hier seht ihr die Kurbel, dann läuft das Ganze hier rum, hier außen und dann vorne rein. Quasi wie so ein kleiner Bauchladen. Als würde man was draus verkaufen wollen. Wenn jetzt hier ein bisschen schwere Ausrüstung ist und man das hier nicht einstellt, dann flattert natürlich alles nach vorne und fällt raus. Deswegen hier oben einfach ein bisschen fester ziehen und dann kann man selbst bestimmen, wie weit sich die Tasche öffnen lässt oder nicht. Vielleicht reicht auch so ein 45-Grad-Winkel schon, um an alles gut ranzukommen. Wenn wir den Mittelsteg aufklappen, haben wir auf der Rückseite auch nochmal eine Velcro-Fläche. Ich habe jetzt hier spaßenshalber einfach mal Patches drauf gemacht. Wofür man das aber besser nutzen kann, sind kleine Organisationstaschen, die auf der Rückseite einen Klettstreifen haben. Das ist jetzt, glaube ich, eine Magazintasche, die ich ein bisschen umfunktioniert habe für Batterien. Es gibt, glaube ich, aber auch von Helikon Tex, hatte ich gesehen, wie so kleine Mini-Admin-Pouches, wo man nochmal Organisationsmöglichkeiten hat, ähnlich wie hier vorne, die man hier rankletten kann. Extrem viele Taschen, dadurch kann man seine Ausrüstung wirklich sehr gut organisieren, qualitativ hochwertig verarbeitet und ich finde, es ist mal eine ganz andere Organisationsmöglichkeit im Vergleich zu einem Rucksack oder vielleicht einer Bauchtasche. Rein designtechnisch, und ihr wisst es Leute, ich bin ein kleiner Nerd, hätte ich mir vorne wirklich noch eine kleine Patchfläche gewünscht. Einfach aus dem Grund, weil man dann so ein bisschen seine Ausrüstung individualisieren kann und nicht alles so gleich aussieht. Wir haben hier vorne leider kein Klett drauf, aber ich kann es verkraften. Jetzt wieder an der Zeit für euch da draußen, dass ihr was gewinnen könnt. Und zwar habe ich nochmal genau die gleiche Tasche original verpackt zu Hause für einen von euch da draußen. Ihr kennt die Spielregeln. Natürlich, erstens Kanal abonnieren, um keinen
weiteres Video zu verpassen und natürlich auch kein Giveaway zu verpassen. Zweitens, Däumchen nach oben aufs Video. Und drittens, schreibt mir in die Kommentare, wofür ihr das Ganze wirklich nutzen würdet und in welchem Zusammenhang. EDC, Airsoft, Wanderung, Lost Places, wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.